Heute stelle ich euch 5 Kriterien vor, unter denen ihr entscheiden könnt, ob ein JavaScript-Framework für euch gut oder schlecht ist. Also los geht's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um JavaScript, um genau zu sein um NPM. Und ich möchte euch heute 5 Kriterien vorstellen, die ihr nutzen könnt, um zu bewerten, ob ein Framework für euer Projekt, für euren Use Case gut oder schlecht ist. Diese Kriterien sind ziemlich omnipräsent und ihr könnt die überall verwenden, beziehungsweise wirklich in jeden Use Case irgendwie interpretieren und einsetzen. Warum das Ganze wichtig ist, stelle ich euch in diesem Video vor. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt oder andere Kriterien mit der Community mal besprechen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord, da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten oder euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß. Auf geht's. Dann legen wir mal los mit der Antwort auf die Frage, wie bewerte ich NPM-Packages? Grundsätzlich gehe ich dabei immer in 3 Steps vor. Nummer 1, ich definiere mir den Funktionsumfang. Nummer 2, ich teste die Nutzbarkeit mithilfe eines Proof of Concepts. Und Nummer 3, ich bewerte die Möglichkeiten mithilfe meiner 5 Kriterien. Und wir legen jetzt einfach mal los mit Nummer 1. Als erstes gehe ich hierbei immer so vor, dass ich mir eine Liste schreibe mit allen Anforderungen, die mir ein Tool leisten soll. Zum Beispiel soll es mir Variablen in ein HTML-Template schreiben oder eine Seite mithilfe von Routern erstellen oder zum Beispiel Inputfelder an Variablen binden können. Das sind verschiedene Anforderungen, die können sehr lang sein, das kann aber auch nur ein Satz sein, je nachdem, was ihr da eigentlich sucht. Ich mache jetzt hier ein Häkchen dran, weil diese 3 Anforderungen reichen mir für ein Beispiel, das ich in diesem Video nur bringen möchte. Der zweite Punkt, den ich mir hier immer stelle, ist, ich suche Möglichkeiten. Also welche Tools gibt es denn, die genau diese Anforderungen erfüllen könnten? Und hier suche ich einfach im Internet, auf verschiedenen Blogs, Google und so weiter. Und in meinem Fall nehme ich jetzt Angular und Vue als Beispiel. Normalerweise würden hier jetzt natürlich auch React, Svelte und so weiter aufgeführt werden. Für ein Beispiel reichen aber 2 Punkte. Hier sage ich jetzt erledigt und damit gehen wir weiter zu Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 2 ist Testen der Nutzbarkeit mithilfe eines Proof of Concepts. Grundsätzlich ist das Ganze nicht wirklich aufwendig. Wir nehmen einen Paragraphen und erzeugen uns hier auch noch ein Inputfeld und wenn ich hier was reinschreibe, dann erwarte ich, dass das oben im Template drinsteht. Dieses kleine Mini-Proof of Concept baue ich jetzt mit Vue und mit Angular und in dem Moment können wir sagen, okay, beide Tools können das, ganz offensichtlich, und damit sind sie erstmal abgehakt, weil wir können das umsetzen, was wir vorhaben. Und gehen jetzt zu Punkt Nummer 3. Und zwar Bewerten der Möglichkeiten. Wie gehe ich hierbei vor? In der Regel fliegen in Punkt Nummer 2 schon die ersten Möglichkeiten und Tools raus und alle, die übrig bleiben, mit denen ich es theoretisch umsetzen könnte, die füge ich jetzt in eine Tabelle ein. Zum Beispiel habe ich hier mein Vue-Logo und mein Angular-Logo und gucke mir das erste Kriterium an. In unserem Fall ist, wer steckt eigentlich dahinter? Als erstes gucken wir uns hierzu mal Vue.js an und der ein oder andere wird jetzt sagen, hey, warum guckst du dir dieses Repository an? Hier sind nur 30.000 Sterne drauf und nicht das Repository mit 201.000 Sterne, weil das hier Vue 2 ist. Das ist offiziell tot. Am 31.12. nächsten Jahres wird das hier auch nicht mehr weiterentwickelt. Das ist zumindest mein letzter Stand. Und man sieht das auch hier unten. Das ist die Vue-Version 2.7.14. Und wir gucken uns natürlich die neueste Vue-Version, nämlich die 3.2.45 an. Und um das jetzt mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, kann man erstmal runterscrollen und sehen, okay, hier gibt es eine ganze Reihe von Contributern, die dahinter stecken. Und wenn ich mir das durchlese, sehe ich auch, okay, es gibt eine ganze Reihe von Sponsorings. Und Vue bezahlt sich quasi mit Sponsorings. Also Firmen unterstützen Vue. Ich sehe hier auch einige namhafte Firmen drin, die dahinter stecken, die das finanziell unterstützen. Und ich sehe auch, dass es eine ganze Reihe von Nutzern hat. Aber interessant ist es immer auf Insights zu gucken und hier mal Contributors. Und wenn man sich das hier anguckt, dann sieht man, dass Even You, der wohl bekannteste Open-Source-Entwickler in der Frontend-Community, den es überhaupt gibt, sieht man, dass der eigentlich 90% der Arbeit macht. Alle anderen, die hier drin sind, sind sehr rudimentär, sage ich mal, vertreten. Also Platz 12 hat gerade mal 600 Zeilen Code editiert und das auch irgendwann vor ein paar Jahren. Also hier so viel Aktivität in der Community ist nicht. Die Hauptlast der Weiterentwicklung trägt definitiv Even You. Das wird sich so schnell auch nicht ändern, aber ich sehe das selbst als Risikofall, wenn quasi die gesamte Entwicklungslast auf einer oder auf wenigen Personen liegt, weil was ist, wenn Even You mal krank wird oder vielleicht einen Unfall hat oder einfach beschließt, keine Lust mehr zu haben, weiterzumachen. Wie es zum Beispiel bei Faker.js der Fall war vor einigen Jahren, wo der Entwickler einfach beschlossen hat, ich möchte jetzt nicht mehr weitermachen. Wenn Even You das entscheiden würde, hätte es gewaltige Folgen für die Vue-Community, weil ich glaube nicht, dass sich so schnell jemand findet, der diese Art von Commitment für die Community mitbringt. Gucken wir uns jetzt im Vergleich mal Angular.js an, beziehungsweise Angular. Angular.js ist tot. Hier sehen wir 80.000 Stars, wenn ich hier runterscrolle, sehen wir 1.600 Contributor und wenn ich hier beispielsweise auf Insights gehe und auf Contributor, dann sehen wir hier, die Verteilung der Entwickler ist deutlich dynamischer. Also es gibt eine ganze Reihe von Entwicklern,
die teilweise über Jahre hinweg sehr aktiv weiterentwickelt haben, und das hat einen wichtigen Grund. Wenn ich nämlich nach oben scrolle und zum Beispiel mal hier auf den Entwickler gehe, dann sehen wir, das ist ein ehemaliger Google-Mitarbeiter. Und das ist bei vielen dieser Entwickler, die hier mitarbeiten, der Fall. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und das hat den Grund, weil Google aktiv Angular weiterentwickelt und selbst benutzt. Das bedeutet, ein großer Konzern, der richtig viel Know-how und auch finanzielle Mittel hat, benutzt das für seine eigenen Anwendungen und betreibt die aktive Weiterentwicklung. Das gibt ein bisschen mehr Sicherheit, meiner Meinung nach, aber halt auch das Risiko, dass man quasi vom Wohlwollen von Google abhängt. Aber wie gesagt, es sind auch deutlich mehr Entwickler daran involviert und entwickeln aktiv weiter. Also wenn hier ein Entwickler von diesen vielen Entwicklern ausscheiden würde, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre es für die Community als solches nicht so tragisch, weil das Wissen mehr verteilt ist, was meiner Meinung nach in dem Fall für Angular spricht. Nachdem wir uns das jetzt angeguckt haben, können wir, denke ich, sagen, dass Vue hier ein bisschen schlechter abschneidet, weil auch wenn Even Vue natürlich einer der größten Open-Source-Entwickler ist, den man so in der Community kennt, natürlich ist es nicht, oder die Last auf einer Person ist sehr, sehr hoch. Angular im Vergleich ist Google, und Google hat eine ganze Abteilung, die Angular weiterentwickelt, was man auch sehr deutlich an den Contributern sieht. Deswegen würde ich jetzt Angular höher bewerten. Aber wie komme ich auf diese 5 und 9? Das ist einfach eine persönliche Meinung, das ist eure Einschätzung, und wie hoch ihr die Punkte dort setzt, ist einfach ein Indikator, eine Merkliste für die Vergleichbarkeit in eurem expliziten Fall. Ihr könnt hier auch eine Range von 0 bis 100 angeben und müsst das einfach für euch abschätzen, wie ihr diese Vergleiche so bringen würdet. Einfach für euch als logische Merkhilfe quasi. Das nächste Kriterium ist die Aktivität der Entwickler und der Community. Die Frage der Aktivität lässt sich sehr einfach klären. Wir sind hier wieder in Vue.js und wir sehen hier unter den Text, dass am 11. November, am 10. November, am 9. November, am 9. November, am 14. Oktober, 28. September neue Versionen rauskamen. Also hier wird sehr aktiv weiterentwickelt, und wir sehen auch, dass Bugfixes teilweise Tage nacheinander kommen, und das ist sehr, sehr gut und auch extrem praktisch, dass das genauso verläuft, also dass man hier jede Menge neue Releases hat, sehr regelmäßig. Der nächste Punkt, den wir uns angucken, auch hier unter Issues, sehen wir, wenn wir hier mal auf Close gehen, dass gestern ein Ticket geschlossen wurde. Noch eins wurde gestern geschlossen, vor 3 Tagen, vor 5 Tagen. Und auch die Kommentare hier an der Seite sind sehr aktiv. Also, dass man sieht, vor 2 Tagen wurde hier ein Kommentar geschrieben, vor einer Stunde wurde dieses Ticket geschrieben. Also hier ist viel Aktivität im GitHub, und das ist wichtig. Das ist ein wichtiger Punkt, weil was ist, wenn ihr mal einen Bug mit dem Tool habt? Wie schnell dauert es, bis es behoben wird oder vielleicht bis euer Pull-Request in den Code reingematcht wird, wenn ihr selbst den Code beispielsweise verbessert habt. Alternativ gucken wir uns Angular an. Hier sehen wir auch jede Menge neue Versionen, auch teilweise Wochen und in Monate. Also hier sehen wir auch, es wird aktiv weiterentwickelt. Und genauso wie in Vue sehen wir auch hier, dass vor 5 Stunden neues Ticket geschrieben wurde, gestern. Und auch hier sehen wir, dass vor 33 Minuten ein Ticket geschlossen wurde. Also auch hier ist viel Aktivität im Repository. Und damit können wir, denke ich, sagen, dass beide Technologien, beide Tools sehr gut genutzt sind und eine hohe Aktivität der Entwickler und auch der Community mit sich bringen. Nachdem wir uns das jetzt auch angeguckt haben, würde ich sagen, hier sind Vue und Angular ziemlich gleich. Beide bringen regelmäßig Updates, beide haben eine sehr aktive und sehr große Community und geben sich hier, denke ich, nicht wirklich viel. Also damit habe ich beide mit 8 Punkten bewertet. Und machen wir mal weiter mit dem nächsten Kriterium, nämlich Wissen in der Community. Hier gehe ich meistens so vor, dass ich einmal ein bisschen recherchiere, was auf irgendwelchen Schulungsplattformen zu finden ist an Kursen, aber vor allem gucke ich einfach mal, was bei Stack Overflow an Fragen und Antworten steht. So, um die Frage nach Wissen in der Community korrekt beantworten zu können, gehen wir mal auf Stack Overflow und suchen einfach mal nach dem Tag Vue.js, und hier sehen wir 100.000 beantwortete bzw. Fragen, die gestellt wurden innerhalb dieses Themas, und auch wenn wir Vue.js 3 suchen, sehen wir hier 8.400 Antworten bzw. Fragen. Und das bedeutet, es ist ein enormes Wissen in der Community vorhanden. Und ich weiß auch, dass es definitiv Schulungen gibt, Wissen, Bücher, alles über Vue.js. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen. Im Vergleich dazu sehe ich aber bei Angular, es gibt 288.000 Fragen. Also es gibt deutlich mehr Fragen, Antworten in der Community zu Angular als zu Vue. Hätte mich persönlich gewundert, hat mich auch gewundert, als ich das gerade recherchiert habe. Eventuell habe ich hier irgendwas falsch eingetippt, aber man kann, denke ich, davon ausgehen, dass beide Frameworks unfassbar verbreitet in der Community sind, unfassbar viel Wissen und Knowledge existiert, auf das man zurückgreifen kann, und dass man sich hier nicht wirklich Gedanken machen muss, auf welches der beiden Tools man setzt. Allerdings, wenn ihr hier eine Frage oder ein Tool sucht und hier gibt es 2 Fragen,
dann sollte man überlegen, ob man das wirklich nutzen möchte, weil nicht wirklich viel Wissen in der Community ist, auf das ihr zurückgreifen könnt. Und hier muss man jetzt sagen, dass Vue ein bisschen schlechter abschneidet als Angular. Nicht viel, aber ein bisschen schlechter, deswegen 7 und 8. Aber wie gesagt, beide sind mit sechsstelligen Fragen-Antworten sehr gut vertreten und riesenbekannte Frameworks, die man ohne Bedenken nutzen könnte, denke ich. Das nächste Kriterium, was wir besprechen müssen, ist die Roadmap. Die Roadmap beschreibt, wohin sich eine Software entwickelt und was in Zukunft geplant ist. Und das gucken wir uns jetzt mal für unsere beiden Frameworks an. Das, was bei Vue.js einer Roadmap am nächsten kommt, ist hier unter Projekte und dann Next Patch. Hier steht nämlich drin, an was gerade gearbeitet wird und worin gerade Zeit investiert wird. Aber wie bei allen Open-Source-Projekten ist es sehr schwer herauszufinden, was als nächstes geplant ist. Hier gibt es meistens eine gewisse Anregung, was an Features von der Community gewünscht ist, nämlich mit Feature-Requests, aber auch nicht so richtig klar definiert, was jetzt wirklich kommt, woran gearbeitet wird. Das ist meistens dem geschuldet, dass man ja nie so richtig weiß, wie viel Zeit die Open-Source-Community investieren kann, weil die wenigsten arbeiten wirklich Vollzeit an diesem Projekt. Und deswegen gibt es bei Vue.js nicht so richtig eine feste Roadmap. Anders ist hier Angular. Da, wie gesagt, Angular von Google kommt, gibt es hier eine klar definierte Roadmap. Hier steht ganz klipp und klar, was gerade in Arbeit ist, warum das in Arbeit ist, was kommen soll und teilweise auch in welchen Versionen es geplant ist. Also hier zum Beispiel in der Zukunft, was irgendwann mal kommen soll, in welche Richtung es geht. Und das wird auch in der Community abgesprochen. Das sind teilweise Ziele von Google. Und das ist für Entwickler und größere Unternehmen sehr praktisch, weil man genau weiß, in welche Richtung sich ein Feature oder Tool entwickelt, auf das man vielleicht noch die kommenden Jahre quasi zurückgreifen muss. Also Angular punktet hier mit einer klaren Roadmap deutlich besser als Vue. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass für Vue nicht so richtig eine Roadmap existiert, würde ich sagen, wir bewerten Vue relativ niedrig, weil so richtig klar, wohin es geht, ist, kann man nicht nachvollziehen und ist auch ein relativ offenes Buch, also man weiß nicht so richtig, was passieren wird. Anders ist es bei Angular, wir wissen genau, was für Features es gibt und teilweise auch, in welchen Quartalen der nächsten Jahre das geplant ist. Also können wir Angular, denke ich, hier ein bisschen besser bewerten. So, das letzte Kriterium, was wir uns angucken müssen, ist eure persönliche Meinung als Entwickler. Als Team würde ich vorschlagen, dass jeder im Team selbst seine Meinung bewertet und dass man dann einen Durchschnitt nimmt. Wenn ihr alleine seid, bewertet einfach die Tools so, wie sie euch gefallen. Ganz persönlich, ohne irgendwelche logischen Hintergedanken, sondern einfach, wie gefällt es euch? Ich mag beide Tools gleich gerne. Mir ist es egal, mit welchem Tool ich arbeite. Allerdings kann das bei anderen Tools bei euch im Team oder bei euch selbst vielleicht ganz anders aussehen. Vielleicht mögt ihr Angular nicht, weil es zu komplex ist. Vielleicht mögt ihr React lieber oder Angular. Das sollte hier mit einfließen, aber ich würde das nur als einen Faktor unter vielen mit einfließen lassen, weil einfach diese anderen Faktoren, vor allem aus unternehmerischer Sicht, deutlich wichtiger sind als zum Beispiel eure Meinung als Entwickler. Außerdem gibt es natürlich noch weitere Kriterien. Zum Beispiel, wenn ihr in einem Unternehmen seid, wie sieht der Jobmarket aus? Findet ihr Leute, die mit diesem Tool arbeiten oder seid ihr hier eine absolute Nische? Nummer 2, gibt es Lizenzprobleme oder Abhängigkeiten zu Unternehmen? Zum Beispiel, muss ich irgendwann Google Geld bezahlen, wenn ich Angular benutzen möchte oder solche Fragen? Und Nummer 3, wie etabliert ist die Technologie im Enterprise-Umfeld? Gibt es unseren Tech-Stack, den wir einfach erweitern können? Laufen die Anwendungen in unserem bestehenden Serverumfeld zum Beispiel? All diese Fragen sollten hier mit einfließen, aber vielleicht nicht vollumfänglich. Deswegen finde ich, sind das die 5 wichtigen Kriterien, die ich als Entwickler an jedes Package, was ich nutze, stelle, um zu bewerten, warum ich etwas nutze und wieso ich etwas nutze. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr selbst Kriterien habt. Und ansonsten war es das für diese Woche mit diesem Video. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate- und Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.